Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute ist der 22.04.2020. Ich war heute beim Katheterwechsel. Das war extrem seltsam. Ich war ja seit 5 Wochen nicht mehr draußen, außer im Spital. Und jetzt Katheterwechsel nach 4 Wochen oder fast 6 Wochen. 6 Wochen. Und es war richtig seltsam. Ich musste schon zu Hause eine Mundmaske aufsetzen, weil in der Rettung alle Mundmasken auf hatten, damit wir unsere Atemluft nicht teilen und uns nicht anhusten können. Dann sind wir zum Spital gekommen und ich bin gefragt worden, also wir konnten rein und da war eine Schleuse aufgebaut. Ich bin gefragt worden, ob ich mit einem Covid-19-Patienten Kontakt hatte, ob ich Husten habe, ob ich Fieber habe, Grippesymptome oder sonst was. Und ich habe alles verneint. Dann haben sie Fieber gemessen, ich habe erhöhte Temperatur gehabt. Aber das war kein Problem. Dann haben sie uns weitergelassen auf die Urologie und da, wo ich Katheter wechseln muss. Und dann auf der Urologie hatte keiner einen Mundschutz, außer die Leute, die vorne gewartet haben. Aber in einem kleinen Warteraum waren 3 Leute, die haben immer einen Sessel Abstand gelassen. Und 2 sind da draußen gesessen und in der Wartezone war halt so ein Fenster, damit man mit der Schwester sprechen kann. Und die hat uns dann reingeholt ins Behandlungszimmer. Dann wurde mir der Katheter gewechselt. Es hat eigentlich ganz schön wehgetan, dafür, dass ich 3 Tage Antibiotika genommen habe. Ein 4. oder 5. Tag wäre gut gewesen. Der wurde ohne Draht gewechselt, das war gut. Ja. Und dann konnten wir einfach in der Schleuse nebenbei wieder rausgehen. Aber alles mit Mundschutz. Das Komische war nur, dass auf der Ambulanz der Arzt und die Schwester im Behandlungsraum keinen Mundschutz getragen haben. Somit können die sich leicht mit Corona anstecken, weil sie ja keinen Atemschutz haben. Aber die Patienten müssen alle Atemschutz tragen. Das kann schützen, aber muss nicht. Und heute war Sonja da. Es war ganz nett. Wir haben wieder nicht so viel gesprochen. Aber mehr als letztens. Letztens ist sie ja schon um 4 gefahren. Sie war bis 5 da. Oder 5:30. Nein, 6. Bis 6 Uhr war sie da. Und wir haben zugeguckt, wie mein Schminktisch entsteht. Meine Eltern haben heute den ganzen Tag an meinen Schminktisch gebastelt, was mich sehr freut und mir viel bedeutet. Ich freue mich sehr auf den Schminktisch. Der wird wirklich cool. Sie haben Platten zugesägt und zugeschnitten und gefräst. Also morgen passiert nichts, aber übermorgen wird das alles, wird noch eine Plexiglasplatte eingesetzt und dann wird das alles lackiert und zusammengeschraubt und dann ist es fertig. Am Mittwoch wollen Sonja und ich, nächsten Mittwoch wollen Sonja und ich
das einräumen. Also hoffentlich ist es bis dahin fertig. Aber ich glaube schon. Christoph hat sich heute auch gemeldet. Der meldet sich morgen wieder um 14 Uhr zu einem Gespräch. Der hatte total Stress in der Ordi, weil so viel los ist. So viele Leute wollen momentan Therapie. Und hat mich nicht vergessen, aber er hatte zu viel zu tun. Und vorhin habe ich mit Kerstin telefoniert. Die hat auch viel zu tun, aber hatte eine halbe Stunde, Stunde Zeit. Und wir haben über Corona und so weiter gesprochen und darüber, dass ich so extrem müde bin in letzter Zeit und ob das mit dem Effektin zusammenhängt. Wir müssen jetzt beim Neuropsychiater nachfragen, ob das zusammenhängen kann, eine Nebenwirkung. Und ich kann die Augen kaum offen halten, weil ich so müde bin. Wir haben fast eine Stunde telefoniert und über alles Mögliche gesprochen. Und sie findet, dass die Lockerungsmaßnahmen okay sind, solange sich alle an den Abstand und an die Maskenpflicht halten. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich bin auch nicht wirklich gut über Corona informiert. Also was die Zahlen angeht von Erkrankungen und Toten, schon länger nicht mehr. Und ich glaube, dass es teilweise schon gut für die Wirtschaft ist, aber dass damit die Ansteckungsrate wieder steigen wird und damit es wird wieder unkontrollierbar. Und das ist halt eine Gefahr. 1:1 Erkrankungen haben wir jetzt noch nicht erreicht. In Italien sterben noch immer 700 Leute am Tag. Ich weiß nicht, ob das das Ziel für uns sein sollte. Mir geht's ganz okay, außer dass ich halt ständig müde bin und dass mir ständig die Augen zufallen. Ich bin müde, wenn ich aufstehe. Ich bin müde, wenn ich wach bin. Ich bin müde, wenn ich ausraste. Ich bin müde, wenn ich schlafen gehe. Ich bin ständig müde. Und das so richtig arg. Also wenn das nicht die Fatigue ist, dann weiß ich auch nicht. Und meistens schlafe ich den ganzen Vormittag und bin trotzdem den ganzen Tag müde. Und heute war es auch nicht besser, obwohl ich um 8 aufgestanden bin. Die Depression ist jetzt ein bisschen besser im Griff. Ich werde noch ein paar Tage die 150 Milligramm Effektin nehmen und dann wieder reduzieren. Aber jetzt will ich es mal noch 2 Wochen nehmen und dann mal schauen. Außer es ist wirklich eine. Also es ist wirklich eine Nebenwirkung. Ich wollte heute schon mal ein Video hochladen, deswegen bin ich so spät dran. Aber ich konnte es nicht hochladen. Deswegen habe ich jetzt ein neues gedreht. Aber ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag oder Nacht. Und immer ihr das Video seht, macht's gut. Ciao. Eure Ines.